Bisher konnte die Soldatin nur direkt in eine Kaderlaufbahn als Offizier oder Unteroffizier samt eigener Eignungsprüfung einsteigen. Mit dem freiwilligen Grundwehrdienst wird nun eine Orientierungsphase vorgelagert. Im Rahmen einer Presseinformation gaben der Militärkommandant, der Leiter Referat Wehrdienstberatung und der Beauftragte für Gleichbehandlungsfragen zum Thema Freiwilliger Grundwehrdienst für Frauen einen Einblick. Gut. Darf ich die sehr geehrten Medienvertreter sehr herzlich begrüßen heute zur Pressekonferenz zum Thema 25 Jahre Frauen beim Bundesheer bzw. der Grundwehrdienst für Frauen und ich darf mit einer weiblichen Kombo der Militärmusik Burgenland einleiten. Damen können abrücken. Können Sie niedersetzen. Niedersetzen. Vielen Dank noch einmal. Eine Damen-Militärmusikerinnen-Kombo mit Männerverstärkung. Eine Premiere. Eine Premiere. Bevor ich aufs Thema eingehe, herzlich willkommen in der Martin-Kaserne. Und ich möchte mich, auch wenn jetzt nicht die komplette Medienlandschaft des Burgenlandes da ist, möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen, den Medienvertretern, einmal zu bedanken. Ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht. Herzlichen Dank für sehr, sehr viel Enthusiasmus, für Engagement, für Herzblut, das ihr investiert, für die Zeit, für die Zuverlässigkeit und vor allem aber auch für die Fairness, die ihr dem Bundesheer gegenüber an den Tag legt. Ja, das ist nicht selbstverständlich. Für uns ist es immer sehr angenehm, weil wir uns auch in guten, offenen und fairen Händen wissen. Die Zusammenarbeit mit euch im Burgenland ist großartig. Und das musste mal gesagt werden, das war mir jetzt ein Bedürfnis und jetzt gehen wir zum Thema. geschätzte Medienvertreter, das Bundesheer hat vor 25 Jahren sich entschlossen, Frauen aufzunehmen. Wir waren damals eine von jenen wenigen Nationen, die alle Funktionen den Frauen geöffnet haben. Es haben viele Armeen haben die Funktionen für Frauen eingeschränkt auf gewisse Bereiche, auf Administration, auf Sanitätswesen und ähnliches, Funker, Fernmeldebereiche und dergleichen. Das Bundesheer war eine von jenen Nationen, die sofort gesagt haben, gleiche Chancen, gleiche Ausbildung, gleiches Gehalt. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein Erfolgskonzept, dem wir treu sind seit 25 Jahren. Die Zielsetzung des Bundesheeres ist ein 10%iger Soldatinnenanteil. Also wir unterscheiden immer zwischen dem Frauenanteil, der behält in, oder inkludiert ja auch zivile Mitarbeiter, aber wenn wir jetzt auf Soldatinnen fokussieren, dann haben wir da zwei unterschiedliche Personengruppen, mit denen wir rechnen müssen.
Und das Bundesheer hat immer als Zielsetzung ausgegeben 10% Soldatinnenanteil, also jene Soldatinnen, die dementsprechend in Uniform tätig sind. Und von diesem Ziel sind wir noch deutlich entfernt. Das Bundesheer hat derzeit eine Rate von 4% Soldatinnen, also wir haben noch Luft nach oben. Wiewohl in den letzten Jahren wir die Anzahl der Soldatinnen von rund 400 auf jetzt mittlerweile 645 erhöht haben. Also es ist schon, in absoluten Zahlen hat sich da schon einiges bewegt, ja, aber im Prozentansatz sind wir noch entfernt von unserem Wunschziel. Um diese Ziele zu erreichen, gibt es seit Jahren, eigentlich seit jeher, Initiativen und Bemühungen, den Frauen diesen Beruf einfach näher zu bringen, Schranken, die vielleicht bestehen, abzubauen. Und in diesem Zusammenhang haben wir eben heuer mit 1. April hat das Bundesheer eine Initiative ins Leben gerufen, den Freiwilligen Grundwehrdienst für Frauen. Das ist das Hauptthema dieser Pressekonferenz. Generell muss ich sagen, dass eine Armee, und das Bundesheer ist eine solche, natürlich sehr wesentlich, deren Einsatzbereitschaft sehr wesentlich vom Personal abhängt. Und da reden wir von qualitativen Aspekten, aber auch quantitativen Aspekten. Und das Bundesheer, das ja sehr stark engagiert ist in Auslandseinsätzen, hat sich immer einer großen internationalen Huldigung, würde ich fast sagen, erfreuen können, was Personal betrifft, was den Personalstand und auch die Personalqualität betrifft. So, mittlerweile kämpfen wir wie andere Organisationen, zum Teil aber auch Firmen, damit Personalnachwuchs zu generieren. Wir sind da in einer Konkurrenz natürlich mit anderen Einsatzorganisationen. Wir sind aber vor allem in einer Konkurrenzsituation mit dem freien Markt. Und das Soldatendasein aus meiner Sicht ist eine Berufung. Wir leben das. Es ist für uns eigentlich kein Job, ja, es ist eine Berufung. Dass man, wenn man reich werden will, nicht zum Bundesheer gehen sollte, ist eh kein Geheimnis. Aber Geld ist nicht alles. Ja, die Befriedigung, die man und die Erfüllung, die man im Beruf findet, das ist eigentlich das, worum es geht. Und das Bundesheer bietet hier unglaubliche Chancen und Möglichkeiten. Die Personallage schaut im Bundesheer nicht so aus, wie wir es uns wünschen. Ja, wir haben vor allem im Bereich der Unteroffiziere, verlieren wir in Wirklichkeit, haben wir mehr Abgänge in Ruhestand und Unteroffiziere, die das Bundesheer verlassen, als wir neue Unteroffiziere ausbilden können. Jetzt haben wir beispielsweise heuer 300 Unteroffiziere ausgemustert, das heißt, die sind mit der Ausbildung fertig geworden, aber gleichzeitig 500 verloren. Das heißt, wir haben eigentlich in einem Jahr minus 200. Und wenn eine Armee funktionieren will, wenn die Einsatzbereitschaft sichergestellt werden will, wenn die Ausbildungsqualität sichergestellt werden will, dann brauchen wir das richtige Personal. Und es ist völlig egal, ob das Soldaten oder Soldatinnen sind. Und um das bemühen wir uns. Wir bemühen uns um Soldaten in gleicher Weise wie um Soldatinnen. Und wir haben jetzt wirklich viele Initiativen laufen. Aber der Unterschied ist, dass wir die Soldaten, die Burschen, regulär erreichen, ja, die rücken ja zum Grundwehrdienst ein und damit können sie sich einen Eindruck verschaffen, sie können überprüfen, ob ihre Erwartungshaltung dem entspricht, was in der Realität gegeben ist, und von den 100%, die Unteroffizier oder Offizier werden, ja, entwickeln sich immerhin 40% aus dem Grundwehrdienst heraus. Also 60% sind schon sozusagen vorab entschlossen, diese Laufbahn einzuschlagen, aber 40% werden im Rahmen des Grundwehrdienstes, entwickeln dann eine Liebe zu diesem Beruf und bleiben dann. So, diese Chance haben wir bei den Frauen nicht.
Das heißt, wir haben ein großes Potenzial, das wir so nicht, das wir so nicht aktivieren können. Ja? Und diese neue Initiative, Freiwilliger Gründerdienst, ist jetzt eine Möglichkeit, im Rahmen vieler Bemühungen der Personalwerbung, aber auch der Personalbindung. Das sind unsere großen Ziele. Die Frau Bundesminister hat die Mission Vorwärts ausgegeben. Ja, das sind also sozusagen die Gesamtheit aller Bemühungen für Personalwerbung und Personalbindung. Und eine dieser Bemühungen werden wir Ihnen heute näher vorstellen, nämlich den Freiwilligen Grundwehrdienst für Frauen. Und wie gesagt, das ist genau das, wo wir den Frauen die Möglichkeit geben wollen, auf freiwilliger Basis zum Bundesheer einzurücken, genau gleich wie die Burschen, die natürlich einer gesetzlichen Verpflichtung unterliegen in dieser Situation. Und sie können sich dann 6 Monate lang das Bundesheer ansehen. Ja? Weil gerade für die Frau eine Vorstellung, wie ist das Leben im Bundesheer, wie ist dieser Beruf, was bietet der für eine Vielfalt, das ist schwieriger greifbar als für einen Burschen. Die Burschen haben ihre Väter, die davon erzählen können, sie haben Freunde, die dazu davon erzählen können. Das ist bei den Damen und Mädchen einfach deutlich weniger der Fall. Das heißt, die Vorstellung ist nicht klar, daher gibt es eine gewisse Scheu und diese Scheu wollen wir ihnen nehmen, indem wir diese Möglichkeit offerieren. Gut, für die weiteren Details, was den Freiwilligen Grundwehrdienst für Frauen betrifft, darf ich jetzt an den Herrn Oberst weitergeben, der vom Heerespersonalamt ist. Und das Heerespersonalamt ist für diese Thematik zuständig. Herr Oberst, bitte. Danke, Herr Premier. Grüß Gott auch von meiner Seite, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute hier bei der Pressekonferenz des Militärkommandanten des Burgenlandes dabei sein zu dürfen und Ihnen eine neue Laufbahn vorstellen zu können. Mein Name ist Karl Schickruber, ich wurde eh schon kurz vorgestellt. Ich bin Referatsleiter für Wehrdienstberatung und Rekrutierung. Das heißt, meine Mitarbeiterinnen und ich, die auf ganz Österreich verteilt sind, sind im Prinzip für alles zuständig, was nicht Grundwehrdienst ist. Unteroffiziere, Offiziere, Soldatinnen, Militärpiloten, Ärzte bis hin zum Lehrling, weiblich oder männlich. Das ist so grob unsere Aufgabe. Der Herr Brigadier hat jetzt mehrfach gesagt, der Freiwillige Grundwehrdienst für Frauen, weil das ein knackiger Begriff ist, unter dem sich natürlich jeder was vorstellen kann. Mir fällt es schwer, ihn auszusprechen, denn das Erste, als dieses Projekt aufgetaucht ist, was ich zu lernen hatte, war, es gibt keinen Grundwehrdienst für Frauen. Frauen sind nicht wehrpflichtig. Das ist so und so steht es auch im Gesetz. Das heißt, alles, was Frauen machen, ist freiwillig und keine Verpflichtung. Daher ist für uns der Arbeitsbegriff für diese Laufbahn der Ausbildungsdienst in Mannschafts- und Chargenfunktionen für Frauen. Und der Herr Brigadier hat schon angesprochen, im Prinzip soll diese neue Laufbahn Frauen die Möglichkeit geben, einen niederschwelligen Zugang zum Heer zu finden. Es war bisher schon so, dass jeder Mann und jede Frau, die sich für eine Berufslaufbahn gemeldet haben, die gleichen Voraussetzungen hatten, die gleiche Bezahlung hatten, den gleichen Ausbildungsablauf hatten, der mit einer Eignungsprüfung startet. Für die Frauen normalerweise dreitägig, weil eben diese Stellungsuntersuchung dazukommt, die die Männer dann normalerweise schon haben, und eine zweitägige sportliche und psychologische Überprüfung. Das war natürlich für viele, auch für die Männer, von 0 auf 100 innerhalb kürzester Zeit und dann ein Einrücken in eine fordernde Ausbildung, bei der auch Führungsqualitäten sofort abgefragt werden und man eigentlich vielleicht noch Probleme hat, mit dem Umfeld zurechtzukommen, mit der Ausrüstung sich zurechtzufinden und sich überhaupt in den Dienstbetrieb hineinzufinden. Bei Männern, die vielleicht aufgehört haben, war das nicht so problematisch. Die hatten die Chance im Zuge des Grundwehrdienstes, sich erneut zu entscheiden. Und wie wir auch schon gehört haben, 40% des Kadernachwuchses bei den Männern entscheidet sich überhaupt erst während des Grundwehrdienstes, weil sie dort positive Erfahrungen machen, beim Bundesheer in eine Kaderlaufbahn einzusteigen. Diese Chance hatten Frauen nicht. Wir haben ein Programm gehabt, das nannte sich Fit fürs Heer, wo Frauen, die eben zum Beispiel bei der sportlichen Eignungsprüfung nicht durchgekommen sind, die Chance hatten, bis zu 6 Monate sich körperlich aufbauen zu lassen. Die Problematik war, dass dort jedes Monat natürlich neue Frauen dazugekommen sind, welche weggegangen sind. Jetzt war immer ein unterschiedlicher körperlicher Stand und auch Ausbildungsstand. Und das trägt auch nicht zu einem reibungslosen Ausbildungsablauf bei.
Daher hat man sich entschieden, Frauen die Chance zu geben, wie Männer einzurücken und den gleichen Dienst zu machen wie ein Grundwehrdiener, eben den Ausbildungsdienst in Mannschafts- und Chargenfunktionen für Frauen. Dieser bedingt, genau wie beim Mann, nur eine Stellungsuntersuchung. Das bedeutet 2 Tage in einem Stellungshaus, in einem der 6 Stellungshäuser in Österreich. Wir haben momentan vorgesehen, ab Mai beginnend, jede Woche bei 2 Stellungshäusern je 5 Plätze für Frauen. Vielleicht noch eine Zahl, wir starten im Mai bis jetzt mit 34 Interessentinnen, die schon bei uns angerufen haben und sich gemeldet haben. Die Freiwilligenmeldung wurde gestern fertiggestellt, ja, ist ab 1. Mai sicher im Internet verfügbar. Mit Abgabe dieser Freiwilligenmeldung startet das Prozedere und das schaut dann wie folgt aus. Der Wehrdienstberater nimmt mit der Dame Kontakt auf oder die Wehrdienstberaterin nimmt mit der Dame Kontakt auf und man vereinbart, welcher Stellungstermin in Frage kommen würde. Es gibt einfach eine Übersicht. Wir starten zum Beispiel in Innsbruck und in Wien am 3. und 4. Mai in diesen 2 Stellungshäusern. Die Frau bringt die Freiwilligenmeldung ein. Wir machen einige zusätzliche Abfragen, Melderegister, Staatsbürgerschaft. Die Voraussetzungen für diese Laufbahn sind zumindest das vollendete 17. Lebensjahr mit einer Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten, die österreichische Staatsbürgerschaft, die volle körperliche und geistige Handlungsfähigkeit und die bestandene Eignungsprüfung, Ausbildungsdienst für Chargenfunktionen. So nennt sich diese Untersuchung. Die Frau kommt dann zum Untersuchungstermin, macht 2 Tage die Untersuchungen am Stellungshaus durch, genau wie der Mann, die gleichen Themen bis hin zu einer psychologischen Überprüfung und bekommt dann im Rahmen eines Personalplanungsgespräches von der Wehrdienstberaterin oder vom Wehrdienstberater die vorläufige Wertungsziffer genannt und spricht mit ihm oder ihr ab, wann sie wo einrücken möchte. Es gibt verschiedene Einrückungstermine, wenn ich hier das Burgenland hernehmen darf, da gibt es heuer noch 3, im Juli, im Oktober und im Dezember, jeweils bei der Stabskompanie des Militärkommandos Burgenland, wo eben Vollkontingente oder Teilkontingente, so nennen wir das, wenn eine umfassende Ausbildung, die aus allen Teilen besteht, die benötigt werden, um dann Berufssoldatin zu werden, durchgeführt wird, wo diese Frauen einrücken können. Sie machen dann im Prinzip 6 Monate lang die sogenannte Basisausbildung 1 bis 3, genau wie der Grundwehrdiener, und können sich, das Ziel soll natürlich sein, während dieser Ausbildung entscheiden, in die Berufslaufbahn einzusteigen. Sie trainieren körperlich, sie lernen mit der Ausrüstung umgehen, sie gehen also schon ganz anders vorbereitet dann in die Eignungsprüfung, Ausbildungsdienst hinein. Außerdem wird ihnen dann beim Start der Ausbildung die ersten 2 Monate angerechnet, grob, und sie steigen dann eben versetzt in die Ausbildung ein, genau wie ihre männlichen Kollegen. Sollte das für die Frau nicht interessant sein, weil sie draufkommt, während der 6 Monate, das ist nicht mein Beruf, kann sie jeweils mit einer Austrittserklärung den Dienst zum Monatsende beenden. Wenn sie sagt, es ist interessant, aber ich möchte es nicht hauptberuflich machen, beendet sie den Dienst nach 6 Monaten, ohne irgendwelche sonstigen Verpflichtungen, wenn sie nicht will, kann aber, genau wie ihre männlichen Kollegen, an Inlands- und Auslandseinsätzen teilnehmen auf freiwilliger Basis oder auch in der Miliz weiterarbeiten. Das wird natürlich versucht, durch ein Mentorinnenprogramm zu unterstützen. Also es begleiten erfahrene Soldatinnen die jungen Frauen durch diese 6 Monate und auch die Wehrdienstberaterinnen und Wehrdienstberater nehmen 2-mal noch während der 6 Monate Kontakt auf, ob sie in irgendeine Laufbahnrichtung beraten können und zur Weiterentwicklung beitragen können. Das, Herr Brigadier, wäre die Laufbahn Ausbildungsdienst in Mannschafts- und Chargenfunktionen und das beendet einstweilen meine Ausführungen. Dankeschön. Vielen Dank. Ich habe den Überbau erklärt. Der Herr Oberst hat dargestellt, was sozusagen der Inhalt dieses Programms ist und wie der Ablauf ist, was das Prozedere ist, was also die Interessentinnen für Schritte zu begehen haben. Und die Frau Staatsminister Kutterer wird jetzt sozusagen aus der Sicht der Frau
im Rahmen des Bundesheer einfach darstellen, ihre Erfahrungen, ihre Eindrücke, um vielleicht auch den Frauen die Dinge einfach von Frau zu Frau ein bisschen besser und klarer erklären zu können. Bitte, Frau Stabsmeister. Von mir auch herzlich willkommen. Wie schon gesagt, Stabsmeister Kulterer. Ich bin jetzt seit circa 18, noch nicht ganz 18 Jahren beim Militär. Es gab anfangs Schwierigkeiten, natürlich. Überall, wo neue Systeme entstehen, gibt es anfangs Schwierigkeiten. Aber das hat sich nach kurzer Zeit bei mir gelegt und auch bei meinen Kameradinnen, die mit mir eingerückt sind. Und der Beruf Soldat ist eigentlich ein sehr interessanter, sehr vielfältiger, sehr schöner, aber auch sehr fordernder Beruf. Man sollte im Soldatentum nicht wirklich zart besaitet sein. Man sieht sehr viele Dinge, die einen prägen, die einen aber auch stärken. Und auf das muss man sich auch einlassen können und wollen. Der Beruf der Soldatin ist in dem Sinn sehr schön. Wir können in alle Sparten einsteigen, wo wir wollen, so wie unsere männlichen Kameraden genauso. Egal ob Arzt, Psychologe, Hundeführer bei der Militärpolizei, als Infanterie, also Jäger, als im Sanitätsbereich, als Flieger, also als Pilot, egal wo, wir haben die gleichen Möglichkeiten und das ist sehr schön. Hier komme ich auch wieder zurück, wie bereits Herr Obers gesagt hat, gleiches Gehalt, selbe Aufgaben, selbe Chancen. Wir haben dieselben Chancen von Grund auf und wir werden auch gleich bezahlt, wir werden nicht hinten angestellt. Wir können uns unsere Laufbahn, so wie wir sie uns vorstellen, so gut als möglich selbst gestalten. Egal ob Unteroffizierslaufbahn oder Offizierslaufbahn. Wenn der Wille da ist, ist auch für eine Frau in diesem Beruf alles zu schaffen. Man muss hinter seinen Wünschen auch stehen. Es war auch für mich nicht immer leicht, anfangs mich mit allem auseinandersetzen zu können. Denn anfangs, ich bin eingerückt in Fähring als ein Jahr Freiwillige. Ich hatte keine Ahnung vom Militär davor. Und dann kam die geballte Kraft. Aber es funktionierte. Und jetzt, muss ich sagen, bin ich froh, dass ich diesen Weg gewählt habe. Ich würde es wieder tun, aber vielleicht in einer anderen Form, so wie sie ihm jetzt vorgestellt wird, damit ich am Anfang mal weiß, um was es wirklich geht. Es ist nicht immer leicht, alles unter einen Hut zu bringen, Familie, Kinder, aber es funktioniert beim Militär. Durch die Gleitzeit, durch tolle Kommandanten, die einen einiges und sehr vieles ermöglichen, alles unter einen Hut zu bringen. Was vielleicht in der Privatwirtschaft nicht immer so leicht ist. Aber bei uns ist es möglich. Ich kann es nur empfehlen, diesen Beruf zumindest einmal anzusehen. Er gibt wirklich viele Möglichkeiten und er bringt einen oft an seine Grenzen. Wenn man diese Grenze überschreitet, wächst man wieder. Und das nächste Mal ist diese Grenze, die man vorher gesetzt hat, nicht mehr so schwer. Und man bringt sie das nächste Mal ohne Probleme hinter sich. Egal ob Marsch, ob sportliche Belastung, ob Rucksack. Der Rucksack ist sehr schwer. Ja. Wir haben das gleiche Packmaterial, das gleiche Gewicht wie unsere männlichen Kameraden. Nur sind wir teilweise etwas viel kleiner. Und somit ist auch dieses Gepäck teilweise sehr schwer zu tragen. Das erste Mal ist schwierig, das zweite Mal wird leichter, das dritte Mal ist unten. Sind es halt 24 Kilo. Und diese Herausforderung sollte man meistern und sie ist sehr schön zu meistern. Denn man glaubt nicht, auch wenn wir in der Anführungszeiten noch Exoten sind, aber unsere männlichen Kameraden nehmen uns auf, als würden wir schon immer dabei gewesen sein. Und dieses
Gefühl ist einfach, ja, das kann man nicht beschreiben. Unglaublich. Man wächst in seinen Aufgaben mit den Kameraden, alleine, und das sollte eigentlich ein guter Grund sein, sich einmal das anzuschauen. Auch der Tagesablauf ist gleich wie bei den männlichen Kameraden. In der Früh aufstehen, so wie es Tagwache, Frühstück, Morgenpflege, Körperpflege, und man steigt dann nach der Standeskontrolle ganz normal in den täglichen Ablauf eines Soldaten ein. Und das ist eben sehr schön zu sehen, dass es da keine Differenzen gibt zwischen Männern und Frauen. Und daher kann ich es nur empfehlen, es sich einmal anzuschauen und dann entscheiden, in welche Richtung das man geht, ob man bleibt oder ob man sich das doch anders vorgestellt hat. Danke. Vielen Dank, Frau Stabshofmeister. Vielleicht ergänzend erwähnen, die Frau Stabmeister ist bekleidet bei uns auch die Funktion der Frauenbeauftragte und ist zweifache Mutter, gell? Zweifach. Genau. Genau. Also in Wirklichkeit ein lebendes Beispiel, dass man beides unter einen Hut bringen kann. Ich darf zusammenfassen. Personal ist ein wesentlicher Bestandteil der Einsatzbereitschaft. Die Einsatzbereitschaft ist das Top-Kriterium des österreichischen Bundesheeres. Daher bemühen wir uns in allen Bereichen, Personal zu gewinnen und das Personal, das wir haben, mehr an uns zu binden, um attraktiver auch zu sein. Wir hatten die eine Schiene für Frauen ja bereits seit Jahren offen. Das sind, vor allem wurden da jene Frauen angesprochen, die entschlossen waren, eine Berufslaufbahn im Rahmen des Bundesheeres anzustreben. Wir hatten aber bislang noch nicht jene Frauen mitnehmen können, die noch ein bisschen Zurückhaltung hatten, die noch nicht sozusagen einen Eindruck hatten und daher auch noch eine gewisse Scheu entwickelt haben. Und diese Damen, diese Personengruppe, die sprechen wir jetzt an mit diesem Freiwilligen Grundwehrdienst für Frauen. Diese Frauen, diese Interessentinnen können sich jetzt das Bundesheer anschauen. Und ich bin überzeugt davon, dass der Beruf des Soldaten, der Soldatin ein großartiger ist, ein erfüllender ist, ein herausfordernder, hundertprozentig d'accord, ein herausfordernder, aber letztendlich eine Vielfalt aufweist, die unglaublich ist. Das muss man aber erst einmal gesehen haben, das muss man einmal erlebt haben, um das auch wirklich zu glauben. Und daher ist der Weg des Freiwilligen Grundwehrdienstes mit Sicherheit ein guter. Das Bundesheer versucht, den Personalstand aufzubauen, und natürlich das Bundesheer im Burgenland auch. Wir hinken ein wenig mit 3% Soldatinnenanteil ein wenig hinterher. Ich kann daher als Militärkommandant alle Interessentinnen, Damen wirklich herzlich einladen. Nehmt diese Möglichkeit in Anspruch, meldet euch beim Heerespersonalamt, schaut euch das Bundesheer an. Das Bundesheer steht für Schutz und Hilfe, und das Bundesheer steht auch für Sicherheit. Wir haben das in vielfältigsten Einsätzen, letztendlich auch Corona an der Grenze, bei Inlandseinsätzen, bei Katastropheneinsätzen bewiesen, wie wichtig das Bundesheer für die Sicherheit Österreichs ist. Und ihr könnt ein Teil dessen sein. Schaut euch das an. Die Möglichkeit ist eröffnet. Es ist nichts zu verlieren. Ja? Ihr könnt es nur gewinnen. Ich darf daher zusammenfassend sagen, dass uns diese Initiative sehr wichtig ist, dass wir dahinter stehen, dass wir natürlich, man sagt ja, dort wo Tauben sind, fliegen Tauben zu. Ja, das, und insbesondere die Damen sind jetzt noch in einer Anzahl, also die Frau Schaffner hat gesagt, Exoten, ja, also quantitativ ist das richtig.
Und natürlich ist es auch für die Damen besser, wenn mehr Damen da sind, ja, weil einfach die Sicherheit besser ist, man kann sich austauschen, es ist einfach da eine Wohlfühlgruppe auch dann geschaffen. Und das wollen wir natürlich auch erreichen. Ja. Wir wollen einfach attraktiver sein und wir wollen uns den Frauen noch mehr öffnen, als wir es ohnehin schon getan haben. Abschließend darf ich noch erwähnen, wir haben nächste Woche, und nicht zufällig ist die Pressekonferenz heute zu diesem Thema, wir haben nächste Woche am Donnerstag, am 27. den Girls Day und der ist in ganz Österreich. Bei uns ist er eben in Eisenstadt hier in der Martin-Kaserne, wo wir Interessentinnen den Einblick, einen kurzen Einblick, zumindest einen Tageseinblick in das Bundesheer geben wollen, einfach um sich ein Bild auch persönlich machen zu können, wie sieht das Bundesheer aus, was wird da gemacht, welche Möglichkeiten, welche Chancen gibt es. Das werden wir am Donnerstag machen und darf also mit Stolz und Freude verkünden, dass wir völlig ausverkauft sind. Ja, also das ist schön. Das heißt für uns aber auch als Rückmeldung, es ist ein Interesse da. Ja. Es ist der Wunsch da, das Bundesheer näher kennenzulernen. Das freut uns und wir freuen uns auf den Donnerstag, wo wir das Bundesheer diesen Damen, die sich angemeldet haben, dementsprechend auch präsentieren können. Gut, das.